Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Mary. Heute kochen wir eine türkische Linsensuppe. Die gibt es bei uns sehr, sehr oft. Jeder bereitet die etwas anders zu. Heute gibt es meine Version. Die kam nämlich bisher immer sehr, sehr gut an bei meinen Gästen. Und ich wurde sehr oft nach dem Rezept gefragt. Deswegen starten wir gleich los mit den Zutaten und dann kochen wir. An Zutaten habe ich jetzt hier Gemüse, Reis, Tomatenmark, rote Linsen, passierte Tomaten, etwas Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer und ihr findet die genauen Mengenangaben in meiner Infobox. Als allererstes geben wir so circa 2 Esslöffel neutrales Öl in unser Topf. Da kommt jetzt mein Gemüse hinein, das habe ich in grobe Stücke bereits geschnitten und wird kurz angebraten. Als nächstes kommen jetzt die Linsen und mein Reis hinein. Die habe ich schon mit heißem Wasser ordentlich gewaschen. Das Ganze auch noch mal kurz für eine Minute anbraten und dann wird es mit heißem Wasser abgelöscht. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und das Ganze lasse ich jetzt kurz aufkochen und dann geht's weiter. Jetzt entsteht hier so ein Schaum und den müsst ihr vorsichtig mit einem Löffel entnehmen. Und das Ganze lassen wir jetzt so lange kochen, bis die Linsen schön weich geworden sind. Den Herd habe ich jetzt runtergeschalten. Als nächstes gebe ich hier einen Esslöffel Tomatenmark hinein. Passierte Tomaten, Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer. Und das Ganze wird jetzt mit einem Handstabmixer püriert. So ist die Konsistenz perfekt. Falls euch die Suppe zu dick vorkommt, könnt ihr natürlich etwas Wasser hinzufügen. Aber lieber sie ist am Ende etwas dicker wie zu dünn, weil dann schmeckt sie natürlich nicht mehr so gut. Separat wird jetzt in einer kleinen Pfanne etwas Minze angebraten und dafür gebe ich ca. 50 ml Öl in die Pfanne. Erhitzt das Ganze und wenn sie heiß genug ist, kommt ein Teelöffel getrocknete Minze hinein. Und das kommt jetzt auch in die Suppe. Vorsichtig bitte, es spritzt gleich. Unsere Suppe ist jetzt fertig und kann serviert werden. Ihr Lieben, meine Linsensuppe ist jetzt fertig und sie wird ganz traditionell mit Zitrone und etwas Chiliflocken serviert. Natürlich nur, wenn man es scharf mag. Ihr solltet es auf jeden Fall ausprobieren, es schmeckt super lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ich würde mich mega freuen. Und falls es irgendwelche Fragen gibt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao!